So, ich habe einmal bei mir umgebaut. Ich habe mir jetzt Kabel geholt, damit ich eben diesen Modus nutzen kann. Weil ich ja auch eine externe 7.1 Soundkarte installiert habe. Zwar 5.1 angeschlossen, aber egal. So, aber der normale Windows Media Player. Den Modus machen wir jetzt mal aus. Weil da will ich euch jetzt mal einen Bug zeigen, der bei mir auftaucht, trotz dass ich jetzt geupdatet habe. Nicht so anspiele. Spielen wir mal ein bisschen vor. Hört ihr Bass? Nö, ne? So, hier stelle ich mal oben auf AUX, weil ich habe das Ding auch mal umgestellt auf AUX. Hier fällt nämlich auch noch ein Kabel dran. Das ist nämlich der 7.1 hat nämlich auch einen normalen Kopfhörerausgang. So, wenn ich jetzt da weiterspiele. Hört man Bass, ne? Wieder zurück auf. Da war er eben. Bass. 6 Channel, also 5.1 aktiviert. Kein Bass. So. Aber die FX9 soll ja angeblich diesen Bug beheben. Ja, nur führt die FX9 zum Problem. Hört mal hin. Zwar ist er satt angesprungen, aber dafür irgendwie so Störgeräusche. So, mal noch ein Beispiel. DFX auf. DFX an. Unterschied. Das war ein Standard-Padding. So. Jetzt mal ein anderer Player. Jetzt testen wir mal für unter Winamp. Habe ich die nämlich auch installiert. So, Winamp startet. Die FX auch. Man sieht, ja, 6 Channel. Spielen wir. Was war? Kein Bass. Obwohl bei dem Lied gut Bass ist, das weiß ich. Ich kann es ja mal zeigen. Port ist nichts angeschlossen. Das glaubt ihr auch nicht. FM, nein. So, okay. Aber ja, müsste doch DFX eigentlich beheben, ne? Das mach's mal. Auch nicht. Aber dafür klingt unter Aufwetter. So. So, toll, ne? Und dafür habe ich Geld ausgegeben. Für das Programm. Dementsprechend bin ich relativ stinkig jetzt.
Weil A, ich will keinen Klang haben. B, ich könnte, wobei, da fällt mir ein, ich teste mal, ob es auch in der FUBA so rumspielt. Ich lade mir mal kurz die FUBA-Version runter. Bitte schon mal was anderes mal. Jetzt nochmal die Winamp-Version. So, Download. Teil speichern. Ausführen. So, nach. Ich weiß. Gucken wir mal, ob das Programm das Problem behebt. Scheine ein. Habe ich nicht nötig. Gucken wir mal, ob sich jetzt das Problem mit der Winamp verabschiedet hat. Also ich müsste fast sein. Du musst ihn bitte eigentlich kriegen. Und nicht so. Und ich will endlich meinen Sound richtig ausnutzen können. Weil sonst macht es ja für mich keinen Sinn, das Programm hier installiert und gekauft zu haben. Ja, geladen ist eigentlich auch kein schlimmes Wort. Naja, das war's mal wieder. Total Mist.